Ein Minnesota Schildträger. Oh, und wir haben ein Weltwunder. Die hängenden Gärten von Babylon. Die Gärten von Nebukadnezar II. Sind die Arbeit eines Genies in einer Wüstenlandschaft. Sie wurden für seine Frau erbaut, die eine Leidenschaft für Berglandschaften hatte. Oh, ist das laut! Okay, hört man mich überhaupt noch? Ich kann es leider nicht leiser stellen. Hier, könnt ihr euch selber durchlesen. Oh, war das laut. Okay. Hier kann man das nochmal sehen. Bringen einen Bonus von 20% auf Farbenerträge in allen Siedlungen. Griechen schreiben die Gärten Nebukadnezar II. Zu, der sie bauen ließ, um seiner Frau oder Konkubine aus Medea zu gefallen, die eine Leidenschaft für Berglandschaften hatte. Wie es auch immer wirklich gewesen sein mag, als Alexanders Soldaten aus Mesopotamien zurückkehrten, erzählten sie Geschichten von diesem wunderbaren alten Land und seinen Gärten, die sie gesehen hatten. Die intelligenten Bewässerungssysteme und vielen Pflanzen und Baumterrassen mitten in einer Wüstenlandschaft wurden als ein wundervoller Luxus und die Arbeit eines Genies angesehen. Babylonische Aufzeichnungen verweisen jedoch seltsamerweise nicht auf die hängenden Gärten. Hm. Interessant. Sieht doch hübsch aus. Gut, wie auch immer. Noch ein Weltwunder gehört uns. Ich meine, selbstverständlich gehört das Weltwunder uns. Es steht uns ja auch zu. Wir sind der Pharao, hallo? Ist jetzt gerade überall meine Zufriedenheit gestiegen? Ja, ne? Oho. Aha. Ja, sogar in Theben, wo gerade Aufstand war. Memphis. Kann ich Steuern erhöhen und fortbilden. Und Alexandria sind sie leider immer noch pisst. Na gut. Interessant. Das wusste ich gar nicht. Dann ist das Weltwunder ja übelst gut. Tatsächlich. Die hängenden Gärten. Hier ist das letzte Land vom Seleukidenreich. Und das cachen wir uns dann gleich. Hier nach Richtung Armenien habe ich mich schon bewegt. Ne? Ja, gut. Runde beenden. Oh oh. Oh oh. Ich muss mich zurückziehen. Sehr gut. Ich kann mich nicht angreifen. Aufstand in Seleukeia. Oh. Da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Ne? Reparatur, das hier. Zack. Rekrutierung. Hier ein paar Truppen. Alter! Nilsperrträger, die sind ja cool. Wüstenachskämpfer. Gut, was auch immer. Rundenbericht. Baubericht. In Alexandria ist der Palast des Pharao fertig. Damit haben wir auch hier eine Metropole. Ist sowieso zu spät, ne? Hier, Händlerviertel. Zack. Theben, da wird schon gebaut. Damaskus auch. Und sonst wurde noch repariert. Repariert. Entschuldigung. Gehe ich mal nach hier unten. Und der hier geht nach hier. So, jetzt ist meine Armee auch safe. Und ihr geht dann gleich hier mit ran. General. So. Und ihr wartet hier. Mhm. Sehr gut. Und ihr begebt euch weiter Richtung Armenien. Stück für Stück. Schritt für Schritt. Deine Ohren interessieren mich nicht so sehr wie deine Augen. So. Sehr gut. Das war's schon wieder, ne? Ich will jetzt eigentlich nur noch hier diese letzten beiden Schlachten schlagen und dann war's das. Zack. Oh oh. Er ist ja dreist. Die griechischen Städte. Mhm. Aufstand, wie auch immer. Siedlung belagert. Tarsus. Ganz ehrlich, soll Griechenland sich meine Stadt holen? Ich habe meine Provinzen, die ich brauche. Und muss nur noch die beiden vernichten, dann habe ich gewonnen. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal gegen die griechischen Städte aufzubegehren. Alter, was geht hier denn ab? Das nenne ich mal Gefolge, das sich vergrößert bei allen möglichen Leuten. Sehr gut. Baubericht, bla. Rekrutierungsbericht, bla. Diplomatische Informationen, bla. Ihr
hier rein und ihr hier hin. So, und ihr hier hin. Oh, in dem sind wir noch neutral, das wusste ich gar nicht. Da ist noch eine pontische Armee. Der könnte ja vielleicht uns sogar helfen. Belagerung im Gang, steht da. Runden bis zur Kapitulation 3. Okay. Gut zu wissen. Hauptsache er wird vernichtet. So, dann Runde beenden. Ich hoffe, Griechenland greift mich nicht an. Das kann ich niemals gewinnen, ne? Hier sind nämlich nur diese Truppen drin. Und er hat auf jeden Fall deutlich mehr. Allein die hier, das sind halt recht gute Hopliten, ne? Aber gut. Runde beenden und er greift mich bestimmt an. Was? Oh nein, zivile Revolte! Die haben sich die Stadt zurückgeholt! Okay, Gott sei Dank steht er da noch. Direkt wieder angreifen. Hey, cool. Die haben mich einfach rausgeschmissen. So. Stadt wächst. Antiochia. Ratskammer bauen. Gut. Ereignisse einer Seite. Schon wieder ordentlich Gefolge. Bau abgeschlossen. Tempel. Ja, ja, wie auch immer. Dann Armeen ausgebildet. Und wie auch immer. So. Oh oh. Ich hoffe, er greift mich an. Da werde ich ihn so platt machen. Gut. Hätten wir das. Und hier das noch erobern. Das hier noch erobern. Mein Gebieter, vorwärts! Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Weiter! Euer Wille ist mir Befehl. So. Gut, er kümmert sich ja schon um Armenien. Also kannst du es auch gerne vernichten. Die Stadt will ich gar nicht unbedingt, weil die ist nicht mal mit meinen anderen verbunden. Das wäre dann so eine Konklave. Das möchte ich eigentlich ganz gerne verhindern. Vermeiden, wenn es geht. Oha, oha. Wo denn? Boah. Boah. Die Armee steht eindeutig gegen uns. Also die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Aber wir haben mehr Männer als er. Sehe ich das richtig? Ja, er hat fast genauso viele. Aber wir haben keinen General. Warum habe ich keinen General? Hä? Ist der gestorben? Ich erinnere mich nicht. Okay, ich speichere mal. So. Und würde sagen, Attackos. Aber ich muss noch mal ganz kurz eben ein kleines Päuschen machen. Ich bin aber sofort wieder da. Also ich mache dann einfach kurz gleich, bevor die Schlacht losgeht, mache ich das, ne? Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Schlacht geht übrigens sofort los, weil wir angegriffen werden, ne? Also ich habe jetzt nicht noch Zeit, mir meine Schlacht aufzubauen, weil wir sozusagen jetzt überraschend angegriffen werden. Das bedeutet, ihr legt mal den Rambock weg. Pause. Wir haben hier keinen hübschen Hügel, ne? Der hier ist außerhalb des Schlachtfelds, ne? Ja, hier ist hier schon die Schlachtfeldgrenze. Schöne freie Fläche. Hier, würde ich sagen. Die haben aber keine. Also das ist unser General, wie wir sehen, an dem Stern. Aber hier ist kein. Also das ist ein. Kein Bogenschütze. Keine Bogenschützenstreitwagen. Ihr stellt euch mal hier hin. Macht euch bereit zum Niederrennen. Ihr stellt euch hier hin. Rennend. Plänkelmodus weg. Ihr baut euch davor auf. Schöne lange Reihe. Und beschützt die Bogenschützen mit eurem Leben. Laufend. Ihr beide seid in Phalanx. Phalanx weg. Ups. Ach ja, genau. So geht das ja nicht. So. Jetzt aber. Oh.
Jetzt könnt ihr auch laufen. Und die Kavallerie stellt sich hier rechts daneben. So. Und laufend. Das spule ich auch mal vor. Alter, jetzt ist er ganz schön am Lenken, weil so viele Einheiten da sind, ne? So. Lauft! So. Ihr positioniert euch nochmal. So. Schön sauber davor. Ihr Bogenschützen schießt nach eigenem Ermessen. Macht ihr schon gut. Und ihr, stopp. Ihr wollt schon wieder durch meine eigenen Truppen laufen, ne? Stellt euch mal hier hin. Halt. In drei Reihen. So. Die werden doch das priorisierte Ziel sein, weil das unser General ist. Vorsicht! Natürlich, ein paar muss er ja noch mitnehmen. So. Dann kommt ruhig. Bogenschützen. Ein Stück nach vorne vielleicht. So. Lauft. Und die Kavallerie auch ein bisschen dichter an die Flanke. So. Rennt. So. Ja, dann greife ich mal an. Ich bin sehr gespannt. Oh, da kommt echt eine riesige Armee. Aber ich arbeite mit Panik, das wird schon. Vor allem priorisiere ich diese hier. Diese beiden Einheiten, weil das ist seine. Ah, nee, doch nicht. Sein General ist da noch. Okay, wie auch immer. Wenn die Uhr abläuft, haben wir gewonnen, ne? Weil er uns angegriffen hat. Also, wir können auch ausharren und warten. So, wenn unsere Bogenschützen schießen können, drücke ich auf Pause. Moment, Moment. Näher, näher, noch näher. Komm schon. Was hat er denn hier eigentlich? Milizkavallerie, Fernkampfkavallerie. Gut. Bogenschützen. Warum sind die hier nicht formiert? Oh, verdammt nochmal. Formiert euch mal bitte. Stopp. Sind noch außer Reichweite. Na los, 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 formieren. So. Die hier formieren sich einfach nicht, ne? Tut es. Die hier sind schön ordentlich. Ihr könnt doch schon mal, sobald ihr welche in Reichweite habt, ballern. Und ihr. Ja, jetzt stellt ihr euch in Reih und Glied. Gut. Und jetzt könnt auch ihr nach eigenem Ermessen ballern. Gut. Außerdem, Moment, was ich hier gerade sehe, die hier schießen schon, das freut mich. Was ich gerade sehe, die hier gehen jeweils nach außen. Also mache ich so. Macht er nicht, ne? Wenn ich so mache, macht er auch nicht. Die muss ich tatsächlich so manuell platzieren, dann mache ich das. Und euch beide so. Und das bitte macht ihr laufend. So, meine Bogenschützen ballern. Feel free. Die haben Bonus gegen Kavallerie, ne? Meine Kamele haben Kavallerie-Bonus. So. Durchbohrt sie mit Pfeilen. So, Moment, Moment. Phalanx. Und ihr auch. Sehr gut. So soll das aussehen. Die formieren sich.
Die machen die Speere runter. Und ihr greift mal die an. So. Oh. Wieso Panik? Was? Oh, ups. Es ging aber schnell. Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die sind stark. Okay. Dann greift mal so an. Speere runter. Ja, reitet schön rein. Was? Wieso haben meine denn so schnell Panik? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Unglücklich wegen fliehender Kameraden. Ich verstehe das gerade nicht so ganz, warum die alle so schnell Panik bekommen. Eifrig, beunruhigt wegen ungeschützter Flanken. Ups. Das sieht aber gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Scheiße. So, und ihr reitet mal so hinten rein, bitte. Die haben alle Panik. Alle Panik. Das kann ich direkt neu anfangen. Hä? Was ist das denn? Oh, ich bin hier drauf gekommen. Ah. Nee, 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 nee. Nein, 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 so nicht. Lauft um euer Leben. Beendet die Belagerung. So nicht, so nicht, so nicht. Keine Ahnung, was da los war. Flanken. Ich darf meine Front nicht zu lang ziehen, ne? Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Habe ich so eine. Ah ja, stimmt, die Speerträger haben sowieso eine schlechte Moral, ne? Meine nubischen Speerträger.